Herzlich willkommen zurück bei Battlefield Episode 6 außer Betrieb. Tyson und Kai haben ein paar Hinweise auf Dawes neue Geschäfte gefunden. Diese Hinweise sollten nun genauer überprüft werden. Diese drei müssen wir verhaften, eine Hotshot-Lieferkette finden und Machtspielchen sind die Fallakten. Und jetzt geht's weiter mit Battlefield. Was bisher geschah? Hier wird gleich eine ganz heftige Nummer gestartet. Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Ihr wollt mich doch verarschen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Und ja. Was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Fällt die Entscheidung so schwer? Ja, fällt mir schwer. Ich bin Julian Dawes. Ich räume auf in Miami. Naja, ein paar faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, es zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt Dawes schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal. Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia und Dawes ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich. Und wieder zurück in Miami. Gute Musik. Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht ran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja, nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Sag meiner Frau, dass ich heute später komme. Schaffst du das oder Sie sind weg. Okay, dann brecht ein. Es muss Verkaufsdaten geben, Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Mit Lächeln. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus, Kinderbank, okay? Bei mir heißt das dreimal totgehen. Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Hast du recht. Ach, Nick, halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Ich rufe Mrs. Doubtfire an. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. Oh Mann, jetzt wird's wieder. Schwierig. Man kann so rückwärts einparken. Ja, hoffen. Und los geht's. Ja, was für eine Knarre, ey. Ich nehme lieber erstmal den Taser.
Wer macht denn hier draußen ein Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Da hat er recht. Da geht's ganz schnell, oder was? Hier stehen haufenweise Computer. Mendoza. Was ist da auf dem Tisch? Wenn er online ist, ist es der Falsche. So, hier kann ich mich auch ausrüsten. Der hier ist es. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Ach, scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen! Nicht da drüben nach! Okay, ich gehe das checken. Ausschwärmen, los! Habt ihr da schon nachgesehen? Danke, Alter. Ausfärmen! Immer die falschen Knöpfe. Oh, das war ein super Schuss. Schnell hier die Türen schließen. Wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Na, wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Da kommen sie. Sofa hier weg. Autos durch die Gegend, oh. Gott, die armen Autos. Okay, zweiter Versuch. Ich hab doch gesagt, bei mir heißt es dreimal sterben. Das ist doch schon das Also gut, Kai. Mal. Wehe, das klappt nicht. Ach, scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm aufgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen. Da drüben nachsehen. Das sehe ich mir mal an. Immer die falschen Knopf. Tyson, wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie.
Wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Da kommen sie! Schnappt ihn euch! Los, Nick! Wer ist das? Ja, als Cop lernt man so einiges. Übrigens, meine alten Kumpel sind unterwegs hierher. Scheiße. Einfach hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Aufpassen! Schnell. Jetzt du Genie.
nix wie weg hier. Los, los, los. Ins Flussbett. Verdammt, was für ein Theater. Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Jetzt schnell ab vom DDR-Style. Jetzt müssen wir rüber. Willst du mich verscheißern? Er ist auf Kings Shop. Nicht weit weg. Kai, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch Dorf vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay, verstanden. Wir melden uns. Was die Lady will, kriegt sie auch. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Huma. Hey, gibst du mir Deckung? Okay. Mindestens 5 oder 6 Typen. Und vermutlich auch ein Alarm. Wie sollen wir vorgehen, Officer? Hast du die SMS gesehen? Ja, thanks. Üblich Panik. Keine Ahnung. Hey, Tony, jemand hat das Autohaus überfallen. Vielleicht. Ja. Das habe ich doch gesagt. Er will, dass ich mich um den Kram kümmere. Er vertraut mir. Ich muss länger bleiben. Du willst doch, dass ich die Beförderung kriege, oder? Okay, okay. Nein, ich rauche nicht. Ich bin in einem Büro. Wie soll ich denn da bitte rauchen? Schön. Wir gehen zu Busan. Okay. Gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Nee, wir müssen da rein. Ich warte auf das Foto. Okay, ich muss jetzt weg. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Hast du das mit Kangs Frau gehört? Die Typen hier, Mann, die spielen echt mit dem Feuer. Keine Ahnung, was die sich einbilden. Wenn Kang das rausfindet, hackt er denen die Hände ab. Ich weiß von gar nichts und ich will's auch nicht wissen. Ich mach nur meinen Job und zwar genau jetzt. Boom, boom, boom. Also, halt, oh! Genau. Da sind wir. Ausnahmsweise mal einer Meinung. Spannend.
zum Teufel ist das? Was läuft denn hier? Ganz leise. Versuchen wir mal, ob wir die anderen auch kriegen. Den haben wir auch erledigt. So sieht also Boomer aus. Wir müssen noch den letzten hier erledigen. Schon mal den Knopf von dem Teil gedrückt? Nein, das macht keiner. Oh, das ist bitter. Konzentrieren. Ich schätze, Boomer ist so. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt, ohne zu sterben. Echt gehabt. Der kann echt Koreanisch. So ein Klugscheißer. So, ganz ruhig. Was? Okay, cool. Verdammt! Nicht zu sehen. Machst du bitte mal auf? Komm schon. Lass mich raten. Boomer. Oh Mann, danke. Du bist Kais Freund, oder? Kais Freund? Nicht wirklich. Was haben sie mit wir dir gemacht? Geschafft, es ging um die Dateien, die für Kai ziehen sollte. Sie haben mich beim Runterladen erwischt. Wollten die dich in eine Schrottpresse stecken? Du kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben es auf die Spitze, Mann. Aber du hast die Dateien, oder? Natürlich. Auf meinem Laptop. Und der ist in meinem Wagen. Und der ist... auf der anderen Seite des Lagerhauses. Schön. Und da ist alles voller Wachen. Fuck! Am sichersten bist du im Kofferraum. Was? Nee. Aha. Vergiss das, Kemosabi. Ich komm mit. Bin gleich wieder da. Ich versprech's. Mann, ohne meine Keycard kommst du nicht ins Lagerhaus. Hey! Danke. Hey! Nein! Hey, Mann, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Hey! Das war gar nicht cool. Das war nicht cool. Sehr uncool, Mann. Ich gehe in das Lagerhaus, halt die Augen offen. Ich sage dir Bescheid, wenn einer kommt. Was für eine Schwuchtelmucke. Thank you.
Song geht mir echt auf die Eier. Ich mein das, mach leiser. Ach, den Song. Vorher nicht. Du auch, voll den Arsch. Tyson, ich nehme den Laptop des Jungen. Hey! Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, das Spiel hatte wirklich einen kleinen Bug. Also müssen wir das jetzt nochmal spielen. Mal gucken, wie schnell ich bin. Ja, ich muss. Sucht überall! Schaut nach, ob hier irgendwo einer ist! Da drüben nachsehen! Sie haben mich gesehen. Wollt ihr? Komm her!
Oh Mann, 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 Mann. Schweine. Geht das Spiel wieder richtig. Ist wieder unten. Was ist das? Jetzt bin ich hier gefangen oder was? Scheiß Treppe. Wo ist der Junge? Keine Ahnung. Hat sich wohl verdrückt. Ich will meinen Laptop. Solltest du nicht in Kofferraum warten? Ist eine Macke? Wir reden später, okay? Los, los, los! Los, los, los! Geh außenrum! Nach links, links, links! Weiter! Rechts lang! Dem Fluss folgen und nicht anhalten! Drück aufs Gas, Nick! Komm nicht mehr raus! Ach, scheiße. Er hat doch gesagt, nach rechts. So eine Kacke. Mal kurz nochmal Waffe gewechselt. Los, los, los! Geh aus, nach links, links, links! Weiter! Rechts lang! Und nicht anhalten! Edgar, ihr Sonntagsfahrer! Natürlich wissen die Gegner, wo wir genau langfahren. Wieder Schlauchlevel. Sind das etwa Raketen? Was zum Teufel haben wir denn da angestellt? Dem Gewackel kann doch keiner schießen. Lass uns Plätze tauschen.
nimm das Lenkrad. Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, ich hab's. Ja. Na, jetzt soll ich bei dem Gewackel schießen, oder was? Los, halt hinter dieser Ecke an und dann zurück. Schnappen wir uns die Kerle. Kann U-Bahn, ne? Mach das nicht nochmal. Okay. War das knapp. Okay, das war grandios. Warum wird ein Schrottplatz von einer kompletten Armee bewacht? Habt ihr die Drogen gesehen? Welche Drogen? Die Wagen. Herzlichen Glückwunsch. Sie zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen. Und dann verkaufen sie ans Auto aus. Mann, hätte von mir sein können. Das ist Kangs Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorst-Leuten. Dorst-Leute? Echt jetzt? Die Züge werden neben Kangs Werkstatt ausgeladen. Na, ist gar nicht so weit. Sehen wir es uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Klar, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. Ja. Schon ganz gelangweilt. Okay, das hier ist die Schaltzentrale. Wehe, wenn sich das nicht lohnt. Solange wir das damit schaden, lohnt es sich. Also, wer ist dieser Kang? Er hat Downtown LA in der Hand, steckt gerne Leute in Schrottpressen, hat eine geile Braut, zahlt gut. Außer der Sache mit der Schrottpresse scheint er cool zu sein. Außerdem leitet er Dors Geschäft in LA. Wenn wir den ausschalten, hat Dors hier niemanden mehr. Spaziergang am, in der Nacht, so schön. Mit zwei Menschen. Eine Knarre in der Hand. Herrlich. Mal gucken, wo uns Boomer hinführt. Aha, zu einer Waffenkiste. Ich brauche noch keine. Da drüben! Da entladen dort Leute. Offenbar haben die Koreaner Angst vor ihnen. Na, dann sagen wir mal Hallo. Ausgerechnet von
Heute bricht der Gangkrieg aus. Ich bin begeistert. Immer mit der Ruhe. Wir warten einfach. Wenn Kang in sein Auto einsteigt, jagen wir ihn in die Luft. Meinst du wirklich, Willi, Kang kann es übernehmen? Mit unserer Reihe? Ja. Wenn das nicht klappt, dann das haben wir. Das klappt schon. Meinst du, Willi benutzt uns gut? Ja, kommt mir auch so vor. Okay. Na und? Wenn, dann platziere ich meine nächste Bombe unter ihrem Auto. Scheiße! Elektroschocker nehmen. Hier ist nichts. Was? Nichts. Hey, seht euch das mal an. Der hat's hinter sich. Du auch. Ich will Bewegung sehen. Zieht endlich den Daumen aus dem Arsch. Los, los. Wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Hände hoch! Los! Nicht schießen! Okay. Oh, sofort. Einen haben wir schon mal. Jetzt wollte ich einfach mal versuchen, den da zu killen. Oder ruhig zu stellen. Den hier. Ich bin zu weit weg. Hä? Schön in der Mitte, damit ihn keiner sieht. Schaut euch um! Das ist gar nicht gut! Es hat eine von uns erwischt! Los, sucht sie! Wer ist hier sicher noch irgendwo? Sie ist überall da!
Augen auf! Ein nach dem anderen. Durchatmen. Oh Mann, ausschwärmen, los! Seht da drüben nach! Versuche ich erstmal alle Beweise zu finden. Ist über mir. Außen. Number
beschützen Sie sicher irgendwas Wertvolles. Ich glaube, da hatte das Spiel auch mal ein bisschen kleine Macken mal wieder. Ich würde sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Das Zeug gegen die Cops nicht. Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenne einen Basketballprofi. In 4 Tagen. Heißen kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug hier raus. Du kannst mir gerne dabei helfen. Der Gabelstapler fährt ungefähr 0 km/h. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Komm schon! Hey, Tyson, ich bin nicht blind. Und was machst du dann da? Los, ich hab's doch gleich geschafft. Vielleicht solltest du mal da aussteigen. Tyson, verdammt, geh nach hinten und schieb. Raus da! Scheiße! So kann man auch Beweise vernichten. Kein Wort jetzt. Sieht aus wie eine Weihnachtsbäckerei. Und das war die Episode Außer Betrieb. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen lange hat es gedauert. Wir haben alle 3 Männer verhaftet. Yeah! Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!